Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ja, ich möchte euch in diesem Video einfach mal so ein bisschen ein kurzes Feedback geben zu dem Rundwanderweg um den Laacher See. Sehr angenehme Strecke, sehr gut zu laufen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Also selbst für unerfahrene und untrainierte Leute eigentlich zu schaffen, innerhalb von, je nachdem wie schnell man zu Fuß ist, durchaus in 3 bis 4 Stunden ohne Größeres zu schaffen, wenn man auch mal kurz in den See reingehen möchte oder so. Der Rundweg sind ungefähr 13 Kilometer, ist sehr gut ausgeschildert, die Route L. Die kombiniert sich immer mal wieder ein bisschen, zum Beispiel auch mit den Traumpfaden. Das ist auch eine sehr schöne Wanderwegzusammenstellung aus der Eifel. Traumpfade gibt es auch eine eigene App für. Kann man auch mal gucken, sehr interessant. Ja, im Großen und Ganzen war heute, obwohl Ferien in NRW waren, teilweise ein bisschen mehr los, teilweise war aber auch menschenleer. Gut zu laufen, also es war eine angenehme Atmosphäre. Kann ich sehr empfehlen. Ich werde euch natürlich hier im Anschluss noch so ein paar Impressionen zusammenschneiden. Ich habe mit der anderen Kamera auch ein bisschen aufgenommen, hoffe, dass ich damit auch noch ein schönes Video zusammengeschnitten kriege. Und ja, in dem Sinne, meine Lieben, kann ich nur raten, macht solche Mikroabenteuer. Ich bin jetzt von Köln, knapp, also Nähe Köln, gut eine Stunde gefahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Morgen geht es zur Möhnetalsperre, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn dieses Video veröffentlicht wird, am heutigen Tag, also Sonntag, den 4., geht es an die Möhnetal, also an die Möhnesee, Möhnetalsperre, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Ja, ich spreche mich nochmal genauer ab mit der Nadine, wo wir dann genau uns da treffen, und dann werde ich den Standort natürlich auch bekannt geben. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten, euer Mike, und jetzt viel Spaß mit den Impressionen vom Laacher See.